Willkommen zur 7. Woche der Vorlesung. Da steht natürlich alles auch im Buch. Und das Tolle ist, wie Sie jetzt gleich sehen werden, Sie beherrschen ja alle Formen, über die ich heute rede. Und wie Sie sehen, wird das hier formuliert, wir beherrschen doch alle Formen, Ausrufezeichen. Klingt automatisch wie eine Kritik, weil dann manchmal die Frage kommt, ja, warum müssen wir das denn dann machen? Warum erzählt der 90 Minuten was, die meiste Zeit über Nominalflexion, wo wir doch alle Formen bilden können? Ja, das ist eben der Unterschied, um den es hier im Wesentlichen in dieser Veranstaltung geht. Sie können alle Deutsch. Selbst wenn Sie nicht Deutsch als Erstsprache haben, müssen Sie, um hier teilnehmen zu können, ja ein bestimmtes, wenn Sie jetzt zum Beispiel Erasmus oder irgendeinen anderen Austausch machen, müssen Sie ein bestimmtes Zertifikat haben, DSH3 oder sowas. Das heißt, Sie können das im Grunde alles. Sie können Deutsch sprechen und die Formen bilden. Wir reden aber eben auch explizit zum Beispiel wie letztes Mal über die Funktion von Flexionskategorien und darüber haben Sie vielleicht noch nicht wirklich nachgedacht. Sie können das alles, Sie können das auch irgendwie benutzen, aber Sie haben noch nie darüber nachgedacht. Und ich sage Ihnen gleich, warum das wichtig ist. Wir haben dann semantische, pragmatische Funktionen besprochen. Wir haben aber auch schon ein bisschen gesprochen über Kasus, erinnern Sie sich vielleicht. Und da habe ich Ihnen gesagt, das hat systeminterne Funktionen, nämlich es hilft Ihnen, die Satzstruktur zum Beispiel zu rekonstruieren. Und das war Ihnen vorher vielleicht, ich will Ihnen nichts unterstellen, war Ihnen vorher vielleicht nicht so klar. Und dann gehen Sie vielleicht irgendwo hin und sagen, naja, der Akkusativ bedeutet, und in dem Moment ist schon alles falsch, in dem Moment, wo Sie sagen, der Akkusativ bedeutet irgendwas. Jetzt ganz unabhängig von den praktischen Aspekten, wenn Sie Lehramt machen, warum Sie das dann alles wissen müssen, warum Sie darüber nachgedacht haben müssen, gilt, dass die Flexion eigentlich, verglichen zum Beispiel mit Syntax, relativ durchschaubar, überschaubar noch ist. Und ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man linguistisch überhaupt arbeitet, wie man auf linguistische Generalisierungen kommt. Grammatische, sprachliche Generalisierung. Wir können die Linguistik ganz rauslassen. Sie denken einfach über Sprache nach, wie funktioniert denn das alles? Und wenn Sie mit Flexion anfangen, da haben Sie ein viel überschaubareres Gebiet, als wenn Sie jetzt mit Syntax anfangen. Und Sie können ideal an der Flexion und an der Wortbildung auch Dinge lernen, die Sie dann für das Nachdenken über das gesamte System brauchen. Und außerdem gilt eben, das, was ich eben schon vorbereitet habe, argumentativ. Es gibt einen wesentlichen Unterschied dazwischen, dass man etwas kann und dass man etwas erklären kann. Dadurch, dass Sie Deutsch können, sind Sie noch nicht geeignet, DeutschlehrerIn zu sein. Egal, ob für zweitsprachig, also für Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache, aber eben auch für Deutsch als Erstsprache im ganz normalen Lehramt. Und das betrifft natürlich nicht nur die Lehrämter. Auch wenn Sie so einfach GermanistInnen sind, dann haben Sie sind Sie in einer bestimmten Pflicht, was über die deutsche Sprache zu wissen und das auch erklären zu können. Also sonst, warum machen Sie das denn sonst? Was Sie im Lehramt auf jeden Fall können müssen, ist auf Erwerbsschwierigkeiten zu reagieren. Und bei der Flexion, wenn Sie zum Beispiel mal an den Konjunktiv denken. Was wurde zum Beispiel bei uns in der 8. Klasse gemacht? Frau Dr. Rieke kam rein und meinte, wir machen heute Konjunktiv 1, das steht im Lehrplan. Hier ist eine Kurzgeschichte von Franz Kafka. Und alle machen bitte Folgendes. Sie schreiben auf, der Autor oder Franz Kafka sagt, Komma, und dann wird die ganze Geschichte in den Konjunktiv 1 übersetzt. Das war die Übung zum Konjunktiv 1. Das ist insofern blöd, als man damit überhaupt nicht betrachtet, was die Funktion des Konjunktivs 1 ist. Das ist eine relativ mechanische, das ist sogar fast eine unverschämt mechanische Übung. Und außerdem tut sie diesem Text was ganz Schlimmes an. Kurzprosa von Kafka, machen Sie die nicht kaputt, bitte. Und außerdem wurde dann evident, dass, weiß ich nicht, 30-40% der SchülerInnen in der 8. Klasse die Formen gar nicht vernünftig bilden konnten. Was die Dame nicht konnte, ist zu sagen, ja, Präsensstamm eh dran und dann die Flexion, die Person- und Numerusendungen. So geht das. Diese Information wurde nicht gegeben. Ja, und Leute schrieben dann haufenweise, Kafka sagt, Komma, es gäbe, das ist nicht der Konjunktiv 1, kann man schreiben, ist aber nicht der Konjunktiv 1. Blöd, oder? So, deswegen hier heute die Infos, die Sie brauchen, um das besser zu machen. Und natürlich, wenn Sie jetzt L2-SchülerInnen haben oder einfach Menschen mit nicht deutscher Erstsprache, denen Sie irgendwas erklären müssen, können Sie nicht einfach sagen, ja, es heißt gäbe, nicht gäbe. Damit ist überhaupt nichts erreicht.
was ist denn mit den anderen 6000 Verben, die irgendwie im normalen Sprachgebrauch sind? Bevor ich Ihnen das erkläre, gehe ich jetzt auf was ein, nämlich Umlaut und Ablaut, wobei man bei Ablaut nochmal gleich genau gucken muss, was da terminologisch richtig ist. Die Frage ist, warum kommt das erst jetzt? Denn es war mal eine Kritik an dem Buch, das wäre ja völlig chaotisch. Plötzlich geht es jetzt, wir reden eigentlich über Morphologie und jetzt geht es wieder um Phonologie. Sehen Sie gleich, was damit gemeint ist, wenn ich Ihnen den Umlaut zum Beispiel kurz erkläre. Ja, naja, also es gibt halt solche Teildisziplinen der Linguistik wie Morphophonologie. Das ist die Interaktion zwischen Phonologie und Morphologie, steht da im Mittelpunkt. Dann gibt es Morphosyntax, das ist eigentlich mein Spezialgebiet. Es gibt eine sogenannte Syntax-Semantik-Schnittstelle, das war mal mein Spezialgebiet. Dann gibt es eine Prosodie-Pragmatik-Schnittstelle. Jetzt werden Sie natürlich total neugierig sein, was das alles ist. Da müssen Sie dann ein bisschen mehr Linguistik machen. Verrate ich jetzt nicht. Und so weiter. Also es gibt Schnittstellen zwischen Phonologie und Morphologie und Phonologie und Syntax und allem Möglichen und Semantik und Syntax und überall gibt es Schnittstellen. Denn überlegen Sie sich, was die Phonologie tut. Sie stellt bestimmte Möglichkeiten zur Verfügung. Es gibt bestimmte Vokale und bestimmte Konsonanten und dann gibt es bestimmte Prozesse, die stattfinden, die einen Konsonanten in einen anderen verwandeln, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Auslaut, Endranddissonorisierung. Und das kann die Morphologie sich doch zunutze machen. Warum denn nicht? Wie soll es denn sonst gehen? Wie soll denn man sonst in der Morphologie irgendwelche Funktionen markieren, wenn man dafür nicht phonologische Mittel einsetzt? Entweder hängt man was hinten dran oder man ändert halt ein Vokal. So, das sind alles Möglichkeiten. Und jetzt gucken wir uns zwei von diesen Möglichkeiten an. Eigentlich ist nur eine im Kern phonologisch, nämlich der Umlaut. Und dann schauen wir uns dieses schöne Vokaltrapez, das Sie kennen, an. Da sehen Sie hier die gespannten und die ungespannten Vokale. Und was ist jetzt Umlaut? Wenn wir uns überlegen, wie sieht Umlaut aus, wenn wir den sozusagen hier eintragen? Ja. Und zwar Umlaut als Phänomen, nicht nur Ä, Ö, Ü als Vokale an sich, sondern die stehen ja, wie in Haus, Häuser und so weiter, die stehen ja in Beziehung zu nicht umgelauteten Vokalen. Das gucken wir uns an. Und zwar Gut, Güter. Sie sehen hier oben, ploppt dieser Pfeil auf. Gut, Güter. Hier unten steht jeweils die Transkription. Das heißt, was Sie machen, wenn Sie das U umlauten, wie das bei dem Plural von Gut passiert, also das im Sinne von Landgut oder sowas, da bewegen Sie Ihre Zunge dann im Wesentlichen einfach nach vorne. Wenn Sie Mutter, Mütter angucken, das sind die ungespannten Varianten, Sie machen aber dasselbe, Sie bewegen Ihre Zunge ein Stückchen nach vorne. Bei Ton, Töne, Ton, Töne, passiert dasselbe, nur wir sind inzwischen eine ganze Etage tiefer. Bei oft, öfter, Sie sehen wohl, glaube ich, schon, worauf das hinausläuft. Sie bewegen auch bei oft zu öfter, dieser Komparativbildung, Ihre Zunge ein Stückchen nach vorne. Krank, kränker ist genau dasselbe und Bad, Bäder auch. Das ist Umlaut. Ich habe jetzt die Diphthonge weggelassen, die sind immer so ein bisschen, die stören so ein bisschen, das wird dann ein bisschen komplizierter, aber das können Sie einfach mal versuchen, sich zu überlegen, was beim Umlaut, also Laufläufe oder sowas, wie das da, was da genau passiert. Das ist eine schöne Denkaufgabe. Wenn Sie sich das jetzt alles angucken, sehen Sie, beim Umlaut passiert immer dasselbe, die Zunge geht nach vorne. Gespannte Vokale bleiben gespannte, ungespannte bleiben ungespannte. Sehen Sie das? Das bleibt hier genau, die bleiben immer unter sich. Ansonsten ist das eine Frontierung, wie man sagt. Das heißt aber auch, es ist vorhersagbar. Wenn ich Ihnen einen Vokal gebe und ich sage, bilden Sie mal den Umlautvokal dazu, dann können Sie genau sagen, was der ist, der Umlautvokal. Sie können auch beim E, können Sie zum Beispiel sagen, da gibt es keinen. E können Sie nicht umlauten. Warum nicht? Auch Ä können Sie auch nicht umlauten. Überlegen Sie mal. Ja, das ist Umlaut. Das ist schon relativ einfach. Das ist ein schöner, morphologisch bedingter, wie wir dann sehen. Also Umlaut passiert immer bei bestimmten morphologischen Prozessen, bei Pluralen, bei Komparativen, bei manchen Verbformen wird umgelautet. Das hat sich historisch so entwickelt. Das kann man so einfach schön phonologisch beschreiben, auch wenn es morphologisch motiviert ist. Wenn wir uns jetzt die Vokalstufen oder den sogenannten Ablaut angucken, bei den starken Verben, die müssen Sie ja irgendwie, wenn Sie Deutsch lernen, erst müssen Sie die irgendwie so, wie im Lateinischen, da kriegen Sie so Tabellen mit Stammformen. Das deutet schon auf was hin.
Nicht alle Vokalstufen sind historisch gesehen Ablaut. Ablaut ist ein historisch, also in der diachronen Linguistik definierter Begriff. Und nicht alles, was ich Ihnen als Vokalstufen hier präsentiere, würden diachrone LinguistInnen auch als Ablaut bezeichnen. Da lege ich großen Wert drauf. Jetzt zeige ich Ihnen eine mögliche Auswahl von Reihen von Vokalstufen, also einfach starke Verben. Auch wieder mit diesem Vokaltrapez, ich habe das noch weiter reduziert. Frieren, froh, gefroren, das sind die drei Formen. Jetzt gehen Sie ja von frieren, gehen Sie hier zu dem O zurück. Vielleicht geht die Zunge bei diesen Vokalreihen immer nach hinten, gucken wir mal. Wenn wir heben, hob, da ist es schon, heben, hob, gehoben haben, da gehen Sie nach hinten, heben, hob, gehoben. Vielleicht ist das das Umgekehrte vom Umlaut. Aha, ne? Hm, blöd, ne? Binden, Band, gebunden. Da gehen Sie vom I zum A zum O. Binden, Band, gebunden. Okay, kann man sagen, geht auch irgendwie noch nach hinten. Bergen, Barg, geborgen, geht's auch nach hinten. Und wie ist das bei Schaffen, Schuf, geschaffen? Da gehen Sie irgendwie vom A zum U und wieder runter. Also mit nach hinten ist nichts. Sie gehen irgendwie bei diesen Vokalstufen immer irgendwie quer durchs Vokaltrapez. Bei schinden, schund, ein bisschen altertümliches Verb, was anderes fiel mir nicht ein. Schinden, schund, geschunden, okay. Bei sitzen, saß, gesessen, gehen Sie vom Ö zum A zum Ä. Wenn Sie sich jetzt nur diese Auswahl von Reihen von Vokalstufen angucken, dann stellen Sie eine Sache fest. Da ist nicht so wirklich System drin, zumindest keins, was man so ohne weiteres erkennt. Wenn man das diachron betrachtet oder auch für den heutigen Zustand sehr genau betrachtet, gibt es da Typen und Untertypen, aber im Wesentlichen gilt, Sie müssen für jedes Verb, für jedes starke Verb die Vokalstufen dazulernen. Da kann Ihnen niemand eine Regel irgendwie geben, mit der Sie irgendwas anfangen können. So, das heißt, es ist im Grunde was ganz anderes als Umlaut. Das ist kein vorhersagbarer Prozess, das ist einfach lexikalisch, beziehungsweise für bestimmte Verbklassen sind diese Vokalveränderungen halt irgendwie, die müssen Sie mit im Lexikon ablegen, im Grunde irgendwie, wie auch immer Sie das machen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Umlaut und Ablaut und allem, was dazugehört. Dann haben wir Umlaut und Vokalstufen, in Klammern vorwiegend Ablaut, jetzt einmal aus dem Weg geräumt. Das ist zwar Phonologie, aber das brauchen wir jetzt an ganz verschiedenen Stellen in der Morphologie und in der Flexion im Speziellen. Ich fange jetzt einfach mal an und gehe die Wortklassen durch, die flektieren. Und ich werde jetzt sehr viel Zeit auf den nominalen Bereich verwenden, also auf Substantive, Pronomina und Artikel und Adjektive. Und Sie werden wahrscheinlich nachher sehen, warum und warum ich das Verb dann nur am Ende einmal so ganz kurz erwähne. Beim Nomen im nominalen Bereich hängt alles miteinander zusammen und da ist viel mehr System drin eigentlich. Wenn Sie jetzt eine traditionelle Grammatik, deskriptive Grammatik aufschlagen, dann sehen Sie vielleicht solche Tabellen für das schwache Maskulinum, mehr wie Mensch zum Beispiel, sind nur immer nur Beispiele für starke Maskulina und Neutra wie Stuhl und Haus. Dann gibt es noch Gemischte. Beim Femininum haben Sie dann hier irgendwie zwei Untertypen und dann haben Sie noch die sogenannte S-Flexion. Ja, und die Formen werden Sie natürlich sagen, können Sie alle. Und jetzt können Sie natürlich sagen, wenn Sie das jemandem erklären sollen, dann geben Sie einfach dieser Person diese Tabelle und sagen, setz dich hin und lern das auswendig. Wenn das nicht anders geht, dann muss man das so machen, aber es geht anders. Und jetzt sage ich Ihnen, wie. Wenn Sie dieses traditionelle System sich als versuchen, als System auch vorzustellen, dann kriegen Sie sowas hier. Das sind jetzt die Verhältnisse, wenn Sie diese Terminologie schwach, stark gemischt, S-Flexion und dann eben Feminina benutzen, dann sehen Sie, die Maskulina können schwach, stark oder gemischt sein, die Neutra können nur stark und gemischt sein, die Feminina haben eine eigene Klasse, die habe ich S4 genannt. Und alle Maskulina, Neutra und Feminina können auch in der S-Flexion sein. Also die Autos, die Papayas und so weiter. Hilft mir auch noch nicht so wirklich, diese Darstellung. Aber was Sie irgendwie schon sehen, ist, hier wird immer über den Plural gesprochen. Irgendwie scheint die Pluralbildung irgendwie maßgeblich zu sein dafür, wie man diese Klassen, wie man die Substantive in diese Klassen unterteilt. Und das ist eigentlich schon, da ist was dran. Es wird natürlich noch ein bisschen komplizierter, weil Sie diese Klassen jeweils auch nochmal unterteilen können, denn es gibt die Pluralbildung
in fast allen diesen Klassen immer mit oder ohne Schwa. Also sie haben so Formen bei den schwachen Substantiven wie des Menschen, da ist die Endung n, und bei des Löwen, da ist der Stamm, hat schon ö, da ist dann die Endung n, genauso wie bei Staaten versus Enden oder Frauen und Nudeln und Säue und Mütter. Was Sie aber hier sehen ist, hier wird es schon wieder ein bisschen komplizierter, denn der Stamm heißt ja nicht Nudele oder sowas und dann wird der Plural Nudeln, sondern der Stamm endet selber gar nicht auf ein Schwa, der endet auf ein L. Trotzdem hat die Endung dann, heißt nicht Nudeln im Plural. Das kommt noch dazu. Das würde ich Ihnen jetzt gerne aber alles irgendwie systematischer nahebringen und nicht in Form von hier ist Tabelle und dann gibt es noch ein paar Untertypen, lern mal auswendig. Ja, wir versuchen jetzt einfach mal zu isolieren, was hier vielleicht Plural Affixe sein könnten, also die Bestandteile von diesen Formen, die tatsächlich den Plural anzeigen. Haben wir sowas? Ja, gucken wir uns das an, was hier Plural sein könnte. Da sehen wir hier, dass alle diese Wörter im Plural nach dem Stamm immer ein ganz bestimmtes Element haben, in allen Formen. Es ist entweder ön oder ö oder ö oder ön, ön, ö, und dann bei Autos ist es immer z. Also an den Stamm kommt hier immer irgendwie eine ganz bestimmte, im Plural, in allen Pluralformen, kommt eine bestimmte Endung hinten dran. Das könnte doch eigentlich die Pluralendung sein. Das ist auch im Wesentlichen so. Außer hier scheint das irgendwie nicht zu funktionieren. Bei Menschen haben sie irgendwie in fast allen Formen diese selbe Endung. Das ist dann ein bisschen komisch zu sagen, das ist die Pluralendung. Das ist mehr die Endung für, wie ich schon mal angedeutet habe, nicht nominativ Singular. Und das ist eigentlich nur bei diesen schwachen, sogenannten schwachen Maskuliner der Fall. Da gibt es auch nur 500 von so ungefähr. Deswegen sortieren wir die mal einfach zur Seite. Die nehmen wir jetzt gedanklich mal raus. Schwache Maskuliner sind eine Sonderklasse mit einer sehr niedrigen Typenfrequenz. Es gibt nur 500 verschiedene davon. Das ist nicht der Kern des Systems. Ansonsten hätte man hier hinten vielleicht noch ein Problem, weil da ist bei Autos ist im Plural immer ein S, aber auch im Genitiv Singular des Autos. Jetzt könnte man ja sagen, da gilt hier vielleicht dieselbe Argumentation, das ist dann nicht das Pluralkennzeichen, das S. Nee, ich sage Ihnen gleich warum. Was sonst jetzt noch übrig bleibt, außer dem Stamm, was soll das jetzt sein, außer Kasus? Jetzt haben wir hier die Plural-Kennzeichen haben wir irgendwie isoliert. Hier haben wir gesagt, okay, die Menschen, Bären, Hasen, das lassen wir mal weg. Die schwachen Substantive, die sind irgendwie besonders. Die nehmen wir weg. Jetzt haben wir die Plural-Endungen isoliert. Und jetzt alles, was jetzt noch übrig ist, weil das sind die Kasus-Numerus-Formen dieser Wörter, muss ja jetzt irgendwie noch ein Kasus-Kennzeichen sein. Das heißt, das gucken wir uns jetzt an. Was bleibt hier wirklich für den Kasus übrig? Und da haben wir dieselben Formen, nur jetzt anders bunt sozusagen. Da sehen wir als erstes mal hier, im Dativ Plural hängt an dieser Pluralendung in einigen Fällen noch ein N hinten dran. Ja, den Stühlen, Dativ Plural, Häusern, den Säuen. Ein Dativ-Kennzeichen, was aber nur im Plural benutzt wird. Und dann ist die Frage, warum denn nicht bei Staaten, Frauen und warum nicht bei Autos? Da ist ja auch kein N hinten dran. Wenn wir uns die Formen jetzt mal angucken, die dann da rauskämen, die jetzt hier in Rot, dann hätten wir Staatinnen, Frauen und Autosen. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, warum da das N nicht drankommt, oder? Diese Formen sind phonotaktisch, wie man sagen würde, nicht in Ordnung. Solche Wörter haben wir einfach nicht. Das sind keine möglichen Wörter des Deutschen. Ja, Frauen und Autosen erst recht nicht. Und nur deswegen hängt da kein N hinten dran. Ansonsten kann man sagen, an jedem Dativ Plural wird hinten noch an die Pluralmarkierung noch ein N dran gehängt. Außer es geht halt nicht. Dann haben wir hier oben, sehen wir schon, im Genitiv Singular steht ganz oft ein S hinten dran. Hier in Grün. In Grün hängt hier manchmal ein S hinten dran. Außer bei Fraus und Saus. Also die Formen sind halt eben nicht der Fraus und der Saus, sondern da hängt im Genitiv Singular kein S dran. Warum nicht? Das hat offensichtlich keine phonologischen Gründe, weil Fraus ist ja, oder Saus ist ja sogar ein Wort, ja, so wie in Saus und Braus. Das können ja deutsche Wörter sein. Warum hängt da kein S dran? Weil bei Feminina im Singular Genitiv nie ein S dran gehängt wird. Das ist einfach markant für die Feminina. Für alle. Und das ist auch der Grund, warum wir hier hinten das nicht sozusagen wegdiskutieren, so wie bei dem Mensch, der jetzt hier nicht mehr erscheint,
sondern warum wir das als Genitivkennzeichen betrachten. Das kommt jetzt. Wenn ich nämlich schon zusammenfasse, wie die Flexion der Substantive funktioniert, nicht irgendwie 20 Tabellen oder so, sondern wenn Sie wissen wollen, wie ein Substantiv flektiert, müssen Sie einfach nur wissen, wie es seinen Plural bildet. Und das können Sie nicht perfekt vorhersagen. Das ist was, was man auch in einem bestimmten Maß einfach dazulernen muss. Sie können aber, wenn Sie das Genus eines Substantivs wissen, können Sie seine Pluralbildung zu einem großen Anteil vorhersagen. Es gilt nämlich dann Folgendes. Maskulina, die schwachen Maskulina, Mensch, Bär, Hase, Linguist, haben wir schon alle aussortiert. Die sind halt besonders. Wenn Sie jetzt Maskulina, normale Maskulina haben, geht der Plural zu 80% auf E bzw. schwa. Mit oder ohne Umlaut, das kann man nicht gut vorhersagen. Ein paar bilden ihn mit N, so wie Staaten oder so. Gut, das sind halt die anderen 20%. Feminina bilden zu ungefähr 80% ihren Plural mit N. Ein paar bilden den auch mit E, aber das sind dann halt nur die übrigen 20%. Das ist eigentlich spannend. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen war. Also ich habe das erst gelernt, als ich den Grundriss der deutschen Grammatik von Peter Eisenberg, Band 1, das Wort gelesen habe, Kapitel 5. Das hilft Ihnen aber, wenn Sie mal den Plural gerade nicht wissen. Sie können eine sehr gute Vorhersage machen. Die ist um viele Millionen mal besser als Lotto spielen zum Beispiel und auf den Sechser zu hoffen. Diese S-Klasse, wie ist die jetzt? Da habe ich ja gesagt am Anfang, es gibt Maskulina, Neutra und Feminina, die ihren Plural mit S bilden. Das können Sie auch relativ gut vorhersagen. Das tritt nämlich vor allem auf, wenn das Wort auf einen Vollvokal endet, wie Kanu, also nicht schwa. Ja, das heißt ja nicht Kane, sondern Kanu, also ein U. Und typischerweise, wenn Sie das haben, gibt noch ein paar andere Bedingungen, aber das ist die wesentliche, dann wird der Plural mit S gebildet. So wie bei Auto, Oma, Papaya. Ja, die Omas, die Papayas, die Autos, die Kanus. Und so Kurzwörter wie LKW, die muss man eigentlich gar nicht erwähnen, weil die enden eigentlich auch auf ein Vollvokal. LKWs. Ansonsten gelten für den Kasus zwei ganz einfache Regularitäten. Der maskuline Genitiv Singular wird immer mit S gebildet. Nur der maskuline. In allen Genera wird der Dativ Plural noch zusätzlich mit einem N markiert, außer wie bei Autosen und so weiter. Es ist phonotaktisch unmöglich. Diese Regularität für den Genitiv gilt eben auch für diese S-Substantive. Schauen Sie sich das an. Des Kanus, Singular, ist ein Neutrum. Aber das heißt eben, wenn das ein Femininum ist, nicht der Papayas im Singular-Genitiv. Das heißt der Papaya, der Geschmack der Papaya oder sowas. Sehen Sie das? Das S im Genitiv Singular bei der S-Flexion ist überhaupt nichts Besonderes. Das gehört dahin, aber nur bei den Maskulina und nur da steht's. Das ist also deshalb unabhängig von dem Plural-S bei diesen Substantiven. Wir haben außerdem noch eine Zusatzregel, die ist aber rein phonologisch oder phonotaktisch auch wieder. Sie haben halt keine Sequenzen von Schwarsilben, deswegen heißt es die Tüten und nicht die Tüten. Und dann kann man sich ja bei so einem Wort wie Bolzen fragen, was eigentlich, der Plural ist ja Bolzen, warum ist der nicht Bolzenen oder Bolzene? Kommt ja beides irgendwie in Frage, weil wir solche Doppelungen von Schwarsilben nicht haben in der Substantivflexion. In anderen Bereichen geht das. Und wir haben auch keine Sequenzen von zwei Ns, die Bolzen, Dativ Plural, das heißt eben nicht die Bolzen. So, das war's schon. Das war's schon. Das ist die Substantivflexion. Wenn wir uns jetzt das nochmal als Klassensystem angucken, Sie haben vielleicht schon gemerkt, stark, schwach, gemischt und sowas, das finde ich irgendwie nicht so super. Das finde ich eigentlich nirgendwo super, auch bei den Adjektiven und so weiter nicht. Dann haben Sie im Grunde so einen Baum. Sie müssen erstmal die N-Maskulina, also die schwachen Maskulina, Mensch, Bär, Hase und so weiter abtrennen. Und dann bleiben die normalen Pluralklassen übrig. Da haben Sie nochmal so eine Sonderklasse, die Lemma-Klasse. Das sind nicht mal 500, das sind nur 20 Wörter, also ein paar Handvoll. Und dann haben Sie Plural auf E, Plural auf N, der verteilt sich auch noch sehr typisch auf Feminina und Maskulina. Und dann haben Sie den S-Plural, der tritt vor allem auf, wenn bestimmte phonologische Bedingungen, also Vollvokal in der Endsilbe des Stamms gegeben sind. Das ist das wahre System. Das kann man jetzt noch vertiefen, dazu müssten Sie aber Peter Eisenbergs Grundriss der deutschen Grammatik mal in die Hand nehmen. Das waren schon die Substantive. Wenn man das mit ein bisschen System macht, dann schmeckt das auch. Kommen wir jetzt zu den Pronomina und Artikeln.
Und dazu schicke ich eine Sache vorweg über die Funktion in der Syntax von diesen Dingern. Schauen Sie sich sowas an. Der Autor dieses Textes schreibt Sätze, die noch niemand vorher geschrieben hat. Jetzt können Sie der Autor dieses Textes und Sätze, die noch niemand vorher geschrieben hat, durch Pronomina ersetzen. Wie zum Beispiel dieser schreibt etwas, dann haben Sie diese beiden Nominalphrasen durch jeweils ein Pronomen ersetzt. Das ist die Kernfunktion von Pronomina. Man nennt das auch die Pronominalfunktion oder pronominale Verwendung von Pronomina. Hier stehen sie anstelle einer ganzen Nominalphrase. Jetzt gibt es aber noch eine andere Verwendung von sehr vielen Pronomina, nicht von allen, aber von sehr vielen, nämlich, dass die in Artikelfunktion auftreten. Dieser frische Marmorkuchen schmeckt lecker, jeder leckere Marmorkuchen ist mir recht. Und in dieser Funktion sehen Sie die Pronomina, also das sind ja Pronomina, die können Sie ja genauso verwenden wie dieser schreibt etwas, dieser schreibt jedes, in Klammern Buch, und so weiter. Aber hier werden die anders verwendet, die stehen halt vor einem Substantiv, da steht noch ein Adjektiv dazwischen und sie kongruieren mit diesem Substantiv. Kongruieren, das heißt in dem Fall Genus, Numerus und Kasus stimmen mit dem dieses Substantivs jeweils überein. Das ist jetzt syntaktisch einfach eine andere Verwendung. Die Artikelfunktion, Wörter in dieser Position, ob es nun Artikel oder Pronomina sind, ich sage Ihnen gleich, was der Unterschied zwischen Artikel und Pronomina ist, nennt man auch allgemein Artikelwörter oder Determinative. Das ist so ein Begriff, sollten Sie sich einprägen, der spielt nämlich in der Syntax dann auch nochmal eine Rolle. Im Weiteren betrachte ich jetzt die Flexion von diesen Dingern, ob sie nun in Pronominal- oder Artikelfunktion stehen. Ich gucke mir aber nur die Pronomina an, für die es auch ein wirkliches System gibt. Das heißt nicht solche Exoten wie ich, du, er, sie, es oder Mann oder etwas. Das sind alles irgendwie besondere Pronomina. Die können zwar Pronominalfunktionen vertreten, also es ist ihr Hauptjob sozusagen, aber ich gucke mir nur solche an wie dieser oder jeder mit der systematischen Flexion, denn es geht ja hier um die Flexion heute. Und da kommt jetzt der Unterschied zwischen Artikel und Pronomina ins Spiel. Und was diese Unterscheidung sehr schwer macht, nachzuvollziehen oder sich einzuprägen, ich weiß es nicht. Eigentlich ist es ein ganz einfacher Sachverhalt, den ich Ihnen jetzt relativ ausführlich zeige, weil ich hoffe, dass Sie das dann irgendwie sich sofort merken können. Aber irgendwie, ich weiß nicht was, aber irgendwas ist daran schwierig. Ich sage das nicht kritisch, also das ist einfach, ich stelle das fest. Denn wenn Sie sich jetzt hier mal Formen des Wortes ein anschauen, ja, und Sie schauen sich das in Artikelfunktion an und in Pronominalfunktion, dann sehen Sie einen Mantel, einen Mantel im Akkusativ, einen Mantel im Dativ und eines Mantels im Genitiv. Das sind die Formen. Wie gesagt, es gilt wieder, Sie kennen die Formen schon. Ich glaube nicht, dass Sie irgendeine dieser Formen gerade zum ersten Mal sehen. Wenn Sie sich jetzt das Ganze in der pronominalen Verwendung vorstellen, dieses Wort ein, dann sehen Sie, hier rechts steht es, einen wesentlichen Unterschied. Im Nominativ Singular heißt es einer. Einer hängt an der Garderobe. Ein Mantel hängt an der Garderobe. Das Wort ein hat eine andere Flexion in dieser Form, wenn es als Artikel oder als Pronomen gebraucht wird. Würde ich jetzt sagen, ich weiß, es gibt andere Meinungen, aber ich würde jetzt sagen, dann kann das nicht dasselbe Wort sein. Ein lexikalisches Wort hat immer in allen Merkmalskonfigurationen eine eindeutige Flexionsform. Ja, das kann nicht dasselbe Wort sein. Das heißt, es muss ein Artikel eingeben und es muss ein Pronomen eingeben. Artikel sind jetzt immer grün, Pronomina sind immer blau. Ja, das heißt, es gibt einen Artikel ein und ein Pronomen ein. Das muss man unterscheiden, weil die Formen sich unterscheiden, im Nominativ Singular zumindest. Jetzt geht's weiter. Jetzt gucken wir uns einen anderen Artikel an, der ein Pronomen hat, was irgendwie scheinbar gleich aussieht. Und da sind die Unterschiede noch stärker, wie wir später nochmal sehen. Der, die, das. Die Rottweiler, jetzt Plural hier, die Rottweiler im Akkusativ, ich sehe die Rottweiler. Ich gebe den Rottweilern zu fressen. Das Fressen der Rottweiler würde mir nicht schmecken. So. Nominativ, Akkusativ, Genitiv. Wenn Sie sich jetzt dieses Wort der, die, das im Plural hier als Pronomen anschauen, ja, die machen Lärm. Die Rottweiler machen Lärm, die machen Lärm. Ich gebe den Rottweilern zu fressen. Ich gebe denen zu fressen. Nicht ich gebe denen zu fressen. Das ist eine andere Form. Kann nicht dasselbe Wort sein. Das heißt, wir sehen hier wieder dasselbe. Wir haben hier vier, also zwei Formenpaare, wo sich die Form in der pronominalen und in der Artikelfunktion unterscheiden.
kann nicht dasselbe Wort sein. Es gibt also einen Artikel de und ein Pronomen de, wobei ich jetzt einfach mal behaupte, de ist der Stamm von der, die, das. Das war es jetzt schon eigentlich. Das ist das, was immer irgendwie schwierig ist. Im Unterschied steht das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, zu solchen Wörtern wie dieser. Und jetzt werden Sie hier feststellen, wenn Sie sich alle diese Formen angucken, das sind nicht alle Formen dieses Wortes, aber ich verspreche Ihnen, auch wenn Sie alle da hinschreiben, ist die Form immer die gleiche. Im Nominativ Singular, Maskulinum, dieser, dieser. Dieser Rottweiler stinkt, dieser stinkt. Aber die Formen sind immer dieselben. Was sagt uns das jetzt? Das sagt uns, es gibt nur ein Pronomen dies, das aber eben in beiden Funktionen auftritt. Pronominal- und Artikelfunktion, aber es ist dasselbe Wort, dasselbe lexikalische Wort. Ich weiß, das klingt vielleicht jetzt irgendwie alles ein bisschen dröge und warum denn? Aber ich werde Ihnen gleich noch zeigen, warum das Ihnen hilft, das gesamte Nominalsystem zu verstehen. Es gibt also keinen Artikel dies, gibt es nicht. Es gibt zwar einen Artikel ein und es gibt einen Artikel der, die, das, aber es gibt keinen Artikel dieser, diese, dieses. Jetzt einmal kurz durchatmen. Wir fassen zusammen, wenn die Formen eines Stamms in Artikelfunktion und Pronominalfunktion nicht durchgehend gleich sind, wie bei der, die, das und ein oder kein oder mein und so weiter, dann gibt es zwei verschiedene lexikalische Wörter mit diesem Stamm, nämlich ein Artikel und ein Pronomen, wenn, da ist der Zeilenumbruch falsch, ansonsten handelt es sich um einfach ein Wort mit einem Stamm, das in beiden Funktionen Artikel und Pronominalfunktion auftreten kann. Erstmal ganz einfach, Sie können das, wenn Sie das mechanisch auswendig lernen wollen, können Sie sich natürlich auch merken, und jetzt gebe ich das einmal zu. Ich habe mir das irgendwann mal, damit ich in der Lehre nicht Flüchtigkeitsfehler mache, habe ich mir einmal eingeprägt, ein, kein, mein, dein, sein, euer, unser, ihr, der, die, das. Das sind die Wörter, wo ich unterscheiden muss zwischen einem Artikel und einem Pronomen. Ich gebe das selber zu, nicht weil ich das nicht auch verstanden hatte, sondern weil ich irgendwie das ganz griffbereit haben wollte. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, das so zu versuchen, sich das einfach so reinzuhämmern, weil dann haben Sie nichts verstanden. Aber so, alle anderen Pronomina, die in Artikelfunktionen auftreten können, sind immer Pronomina. Ich mache das nicht aus Pedanterie, ich bin manchmal ein Pedant, aber ich mache das nicht aus Pedanterie. Und das versuche ich Ihnen jetzt gleich zu zeigen. Erstmal müssen wir aber nochmal über die Formen im Detail reden, sonst funktioniert das, was ich Ihnen nachher zeigen will, nämlich nicht. Das hier sind die Formen vom normalen Pronomen. Dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes und so weiter. Das sind ganz normale Pronomina. Hier sind die Formen. Gilt wieder dasselbe. Sie kennen die Formen alle. Können wir über diese Formen irgendwie noch mehr sagen? Wir könnten da ganz viel sagen. Was wir uns aber auf jeden Fall mal fragen können, ist, wo ist denn jetzt das Vier-Kasus-System? Man behauptet ja immer, es stimmt auch, das Deutsche hätte vier Kasus. Am Substantiv haben wir schon gesehen, haben wir nicht. Haben wir irgendwie nur ab und zu den Genitiv, also bei den Maskulina und Neutra. Und dann haben wir den Dativ Plural, aber eben auch nur im Plural. Diesen alten Dativ im Hause und so, den lassen wir mal weg, den gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ja, das heißt, das hängt jetzt irgendwie am Artikel. Und wenn Sie sich das anschauen, dann haben Sie nur hier im Maskulinum Singular eigentlich ein Wort, an dem Sie alle vier Kasus unterscheiden können. Diese Pronomina und Artikel sind die einzigen Wörter, die es an einem Wort erlauben, und zwar auch nur im Maskulinum im Singular, vier Kasus zu unterscheiden. Ansonsten müssen Sie gucken, wie sich diese Kasusmarkierung vielleicht über mehrere Wörter verteilt und so. Und das ist eigentlich der Knackpunkt an der deutschen Nominalflexion. Die Kasusinformation ist manchmal unterspezifiziert und manchmal ist die irgendwie so komisch verteilt. Ansonsten beim Neutrum fallen schon Nominativ und Akkusativ zusammen, beim Femininum und im Plural fallen Nominativ und Akkusativ zusammen, Dativ und Genitiv beim Femininum und so weiter und so weiter. Das sind jetzt die sozusagen die zusammengefallenen Kasus. Und darüber kann man noch viel mehr sagen, das mache ich jetzt aber nicht. Also warum das gerade so läuft und wie das historisch gekommen ist, das ist sehr spannend. Für unsere Zwecke belasse ich es jetzt dabei, Ihnen zu sagen, okay, achten Sie mal darauf, wo eigentlich hier die Formen zusammengefallen sind schon, wo Sie eigentlich gar nicht mehr die vier Kasus unterscheiden können. Jetzt müssen wir über Definitpronomina noch mal reden. Die haben nämlich nicht immer diese Endungen. Gucken wir uns der, die, das an. Und zwar jetzt hier erstmal den Artikel der, die, das. Ich habe Ihnen eben gesagt, es gibt einen Artikel und einen Pronomen der, die, das. Dann gibt es hier oben diese sechs Formen, die sind ein bisschen schwierig. Da gehe ich jetzt nicht so im Detail drauf ein, aber hier ist vor allem das Problem, man weiß nicht so genau, wo der Stamm anfängt und aufhört.
und wo die Endung, also das Affix, dann anfängt, das ist ein bisschen schwierig, weil as und i sind ganz komische Flexionsendungen fürs Deutsche. Normalerweise enthalten die nur schwa als Vokal, alle. Beim Verb, beim Substantiv, beim Adjektiv, beim Pronomen. Es gibt nur einen einzigen Vokal in Flexionsendungen im Deutschen. Außer vielleicht hier. Wie sie sich hier entscheiden, das zu analysieren, das ist immer irgendwie, fühlt sich immer falsch an. Auf jeden Fall sind diese Formen etwas ungewöhnlich. Wenn Sie sich das Pronomen jetzt dazu angucken, dann sind diese Formen immer noch ungewöhnlich. Es kommen aber noch fünf noch ungewöhnlichere Formen dazu. Und Sie sehen, das hier kann nicht dasselbe Wort sein wie das hier. Ich meine, das Pronomen hat diese komischen zweisilbigen Formen. Dessen, derer, denen. Was ist denn das? Das ist eine historisch gewachsene Grille. Aber das ist hier, diese Unterschiede, die grünen Unterschiede, sind der Grund dafür, jetzt zusammengefasst, warum es einen Artikel und ein Pronomen, der die das gibt. Sie sehen hier erhebliche Formenunterschiede. Viel spannender für das Gesamtsystem wird es beim Indefinitartikel. Da gibt es auch ein paar komische Formen. Das Indefinitpronomen ist normal. Keiner weiß was, ich sehe keinen, ich gebe keinem Geld. Keines Auto wurde beschädigt. Da sehen Sie schon wieder mit dem Genitiv, da ist syntaktisch irgendwas ganz komisch irgendwie. Das können wir fürs Neutrum, Feminin und für den Plural auch fortsetzen. Übrigens noch ganz am Rande. Sie merken an dieser Darstellung, im Plural unterscheiden wir zwischen den drei Genera überhaupt nicht. Bei den Artikeln und Pronomina. Wenn wir uns den passenden Artikel dazu angucken, also kein Mantel hängt an der Garderobe und so weiter, dann sehen Sie hier plötzlich oben in dieser Ecke, da fehlen die Endungen. Ansonsten genau die gleiche Flexion und der gleiche Stamm. Nur hier oben die Ecke, da ist Affixlücken, habe ich geschrieben, im Paradigma. Da fehlen einfach die Endungen. Keiner hängt an der Garderobe, aber Sie können nicht sagen, keiner Mantel hängt an der Garderobe. Geht einfach nicht. Ja, das ist eine Lücke. Das ist erstmal eine Lücke, die ist historisch entstanden, aber die hat jetzt Folgen. Die hat Folgen, wenn wir nämlich zum Adjektiv gehen. Adjektive werden Ihnen in manchen Grammatiken, deutsche Adjektive, so präsentiert. Ja, es sind 48 Formen, die muss man auswendig lernen. Und wenn ich schon so anfange, dann wissen Sie, das kann nicht die ganze Geschichte sein. Was Sie sich für diese traditionelle Art der Darstellung, wo man zwischen starken, schwachen und gemischten Adjektiven unterscheidet, und das ist hier was völlig anderes, weil jedes Adjektiv kann stark, schwach oder gemischt sein, je nachdem, in welchem Kontext es steht und wie es flektiert. Das ist schon wieder, ne? Also was Sie sich merken können, wenn Sie sich diese traditionelle Terminologie merken können wollen, ist, wenn kein Artikel davor steht, hier mit diesem durchgestrichenen O oder der durchgestrichenen Null bezeichnet, also heißer Kaffee schmeckt lecker, dann kommt die starke Flexion. Das sind diese Endungen hier. Die müssen Sie übrigens auch nicht auswendig lernen. Wenn ein definiter Artikel, so wie der, die, das oder sowas, davor steht, ein definites Artikelwort, dann kommt die sogenannte schwache Flexion, das sind die Endungen hier. Und wenn ein indefiniter Artikel, also ein oder kein, davor steht, dann kommt die gemischte Flexion, die sieht so aus. Das ist so die traditionelle Geschichte. Ja, wie gesagt, wenn ich schon so anfange, dann steckt da was anderes hinter. Sie müssen nämlich sich nicht 48 Formen merken, Sie müssen sich zwei einfache Regularitäten und jeweils eine Ausnahme dazu merken. So, und die kommen jetzt. Wenn Sie sich nämlich die sogenannte starke Adjektivflexion angucken, ja, heißer Kaffee schmeckt lecker, heißen Kaffee trinke ich nicht, mit heißem Kaffee geht der Tag schneller rum, der Geschmack des heißen Kaffees ist köstlich und so weiter und so weiter. Da stehen die ja ohne Artikelwort. Und wenn Sie das vergleichen mit, wenn nur ein Artikelwort davor steht, also sowas wie dieser, dann sehen Sie eine Sache sofort, die Flexionsform vom Adjektiv und vom Artikelwort sind dieselben, bis auf hier, dieses Kaffees. Der Geschmack dieses Kaffees, der Geschmack heißen Kaffees ist köstlich. Ansonsten sind das dieselben Flexionsformen wie beim Artikel, aber am Adjektiv. Und fällt Ihnen was auf? Gucken Sie mal hier. Die Formen, in denen das nicht passiert,
sind die, wo das Substantiv selber, nämlich Maskulina und Neutra im Singular Genitiv, wo das Substantiv selber ein S hat. Das meinte ich mit, es hängt alles zusammen. Die einzige Kasusmarkierung beim Substantiv im Singular, nämlich der Genitiv, führt dazu, dass hier das Adjektiv nicht das tut, was es sonst immer tut in dieser syntaktischen Funktion, nämlich nicht die S-haltige Endung des Artikels zu übernehmen, wenn kein Artikel davor steht. Das meine ich mit System. Dass das ein komisches System ist, das ist toll, das ist doch super, das macht es interessanter und das ist halt das Ergebnis einer historischen Entwicklung, aber das ist System. Wenn jetzt normale Artikelwörter dem Adjektiv vorangehen, dann kommt was anderes, dann kommt die echte adjektivische Flexion. Dieser leckere Kaffee, diesen leckeren Kaffee, diesem leckeren Kaffee, dieses leckeren Kaffee. Da sehen Sie ja schon, hier kommt immer nur oder in. Das Adjektiv gibt sozusagen, dann gibt es auf, irgendwie noch systematisch so richtig Kasus zu markieren. Da kommt dann nur noch und in. Das sind die häufigsten Flexionsendungen des Deutschen überhaupt. Die haben also einen sehr geringen Differenzierungswert, könnte man sagen. Aber das ist auch nicht beliebig verteilt. Es gibt eine Ausnahme, und das ist wirklich eine Ausnahme, die kann ich Ihnen jetzt nicht irgendwo noch eine tolle, kann ich Ihnen noch eine tolle Erklärung für aus dem Hut zaubern. Das ist hier der Akkusativ Maskulinum Singular. Der sollte eigentlich nicht in gehen, wie ich Ihnen jetzt zeige. Wenn Sie sich nämlich das mal angucken, sehen Sie eine fast perfekte systeminterne Funktionsoptimierung. Die Formen sehen nämlich so verteilt aus. Die sogenannten strukturellen Kasus, Nominativ und Akkusativ, flektieren mit Ö bei diesen sogenannten schwachen Adjektiven. Dativ und Genitiv, also die obliegen Kasus und der Plural, flektieren N. Und das, hier ist diese blöde Ausnahme. Eigentlich möchte das System so aussehen. Eigentlich werden hier die zwei Kasus Nominativ Akkusativ dem Genitiv Dativ gegenübergestellt und der Singular dem Plural. Auch das können Sie vertiefen beim Peter Eisenberg. Gut, was ist jetzt diese sogenannte gemischte Flexion? Und da kommt jetzt alles zusammen. Denn hier treffen die Besonderheiten des indefiniten Possessivartikels, die ich Ihnen eben gezeigt habe, wo oben diese drei Formen keine Endung haben. Ne? Kein Mensch, kein Kind, macht Krach, ich sehe kein Kind, genau diese drei Formen, keine Endungen. Das kommt jetzt hier aufeinander, denn schauen Sie mal, das ist hier so eine Form, mein leckerer Kaffee oder kein leckerer Kaffee oder ein leckerer Kaffee, indefiniter und possessiver. Und da steht hier plötzlich nicht wie erwartbar, sondern die ER-Endung. Und das ist jetzt genauso wie hier beim Neutrum. Und das ist jetzt zufällig, eben nicht zufällig, ist das die Endung, die das Pronomen an der Stelle hätte. Das heißt, in dem Moment, wo sich aus irgendeinem Grund der Artikel weigert, eine vernünftige Endung zu haben, und das machen nur die indefinit und possessiv Artikel, da macht das Adjektiv dann plötzlich doch wieder die pronominale Flexion. Ist doch herrlich, oder? Da sind die auffälligen Formen. Nur die gilt es hier zu erklären. Das System sieht jetzt nicht so aus, dass Sie 48 Formen lernen, sondern Sie fragen einfach immer nur, geht dem Adjektiv ein Artikelwort mit Flexionsendung voraus? Wenn ja, dann gilt dieses vereinfachte Flexionssystem, der strukturelle Singular flektiert mit Ö, der Rest mit N, also der Plural und die obliken Kasus. Wenn nein, dann hat das Adjektiv die pronominalen Affixe und dann gibt es zu jeder dieser Regeln nochmal zwei, also jeweils eine Ausnahme. Das ist alles, was Sie über das Adjektiv sagen müssen. Vorausgesetzt, Sie kennen schon die Flexion der Pronomina. Ich sage es nochmal, das meine ich mit System. Wenn Sie das jetzt lernen müssen und Ihnen legt jemand, also nehmen wir an, Sie können noch nicht Deutsch, und Ihnen legt jemand eine Tabelle mit 48 Formen vor, das ist ziemlich frustrierend. Ich finde das hier schöner, mit Verlaub. Weil das System hat. Sie haben eine viel größere Chance, das schnell zu verstehen. Und auf jeden Fall, wenn Sie das System erklären müssen, auch wenn Sie es runterbrechen müssen, sollten Sie dieses Wissen haben. Weil wenn Sie dann anfangen, sich die 48 Formeln aufzuschreiben und dann zu überlegen, wie hing das nochmal zusammen und so weiter, dann am Ende, dann wird da nichts draus aus dieser Lerneinheit. Dann erzähle ich Ihnen jetzt noch, wie das Verb funktioniert. Und beim Verb ist alles viel einfacher. Das Verb ist jetzt, wenn Sie das verstanden haben über die nominale Flexion, dann ist das Verb jetzt eine Kleinigkeit.
kann man sie aber trotzdem bis zu Ende anhören. Also, beim Verb müssen wir auch wieder zwischen verschiedenen Klassen unterscheiden. Das haben wir eben schon implizit gemacht, als ich Ihnen gesagt habe, was Ablaut- bzw. Vokalstufen sind. Wir haben die schwachen Verben, das sind die, die keinen Ablaut- oder Vokalstufen haben. Dann haben wir die starken Verben, die haben Vokalstufen. Da bleibt Ihnen nicht viel anderes übrig, als Tabellen auswendig zu lernen, wenn Sie die Formen nicht schon können. Dann gibt es noch sogenannte gemischte Verben. Und dann gibt es Modalverben, die flektieren anders. Und es gibt Hilfsverben, das ist keine kohärente Klasse, die flektieren halt unterschiedlich. Also sein flektiert total chaotisch, haben flektiert irgendwie auch seltsam durcheinander. Das müssen Sie auch lernen, da ist jetzt nicht wirklich System drin. Was wir uns jetzt angucken, sind die Endungen, die tatsächlich genuin verbale Flexionskategorien markieren. Also eine genuin verbale Markierungsfunktion haben. Person und Numerus, habe ich schon gesagt, das sind mehr so Kongruenzmerkmale. Die hat das Verb nur, weil es manchmal mit dem weil es immer mit dem Subjekt übereinstimmt und das Subjekt hat halt diese Merkmale. Aber Tempus ist genuin verbal, Modus ist genuin verbal und dann haben wir verschiedene Sorten von Infinitheit, über die rede ich dann in der Syntax nochmal. Die Vollverben, die sogenannten Vollverben, das wissen Sie, können wir so unterteilen. Wir haben die sogenannten Schwachen, die haben immer denselben Stamm. Ich lache, du lachst. Ich lachte, wir haben gelacht, immer lach. Und dann gibt es die sogenannten zweistufigen, heben, ich hebe, du hebst und ich hob, wir haben gehoben. Heb, heb, hob, hob. Okay, das Präteritum hat eine eigene Stufe, hier ist sie. Ich springe, du springst, ich sprang, wir sind gesprungen. Da haben sie plötzlich hier im sogenannten Partizip noch eine eigene Stufe. Sie merken aber, es gibt immer einen Unterschied zwischen dem Präsensstamm bei den starken Verben und dem Präteritalstamm. Jedes starke Verb unterscheidet einen Präsensstamm und einen Präteritalstamm. Auch die zweistufigen machen immer genau diese Unterscheidung. Ich hebe, du hebst versus ich hob, du hobst und so weiter. Dann gibt es hier noch welche, die haben im Grunde auch nur zwei, haben aber zusätzlich den Umlaut in der zweiten und dritten Person Singular. Und dann gibt es die echt vierstufigen. Ich breche, du brichst, ich brach, ich bin gebrochen. Da haben Sie vier Stufen, weil Sie in der zweiten, dritten Singular eine echte Vokalstufe haben, nicht nur einen Umlaut. Jetzt gucken wir uns nämlich die Flexion an in den beiden Tempora. Was heißt hier die beiden Tempora? Nun, es gibt flexionsmäßig nur zwei Tempora im Deutschen. Präsens und Präteritum. Das Perfekt ist natürlich eine Zeitform irgendwie. Ich habe gekauft. Ist aber keine Flexionsform, sondern das ist eine Form, über die wir in der Syntax nochmal reden. Die wird nämlich mit dem Hilfsverb gebildet. Und die hat auch ein Infinitiv. Was ist denn das? Ein Infinitiv von einer Zeitform? Müssen wir gesondert drüber reden. Wir reden hier nur über Präsens und Präteritum. Das Präteritum haben Sie vielleicht einfach als Vergangenheitsform oder als manchmal auch als, wird es als Imperfekt bezeichnet. Eigentlich schöner, linguistisch gesehen, ist die Bezeichnung Präteritum. So, hier haben Sie die Form, gilt wieder, kennen Sie alle. Wenn wir uns die systematisch angucken und überlegen, was kennzeichnet hier eigentlich, wie bei den Substantiven vorhin, was kennzeichnet hier eigentlich Person und Numerus, dann ist das relativ einfach. Die erste Singular hat im Präsens ein ich lache, ich breche. Im Präteritum, ich brach und ich lachte, hat sie das nicht. Die dritte Singular hat nur im Präsens ein T, er lacht, er bricht, aber nicht er bracht im Präteritum. Da ist das T nicht. Und ansonsten sind die Endungen im Präsens und Präteritum für Person und Numerus sind identisch. Zusätzlich haben Sie im Präteritum die Tatsache, dass bei den Starken eine extra Stufe existiert, habe ich eben schon gesagt. Kein Umlaut, ist eine Vokalstufe, ja, brech. Zu brach. Bei den schwachen Verben haben Sie noch hier so ein T. Weil die haben ja keine Stammform. Die können ja nicht irgendwie durch den Vokalwechsel ihr Präteritum anzeigen. Da hängen sie einfach T hinten dran. Wenn wir jetzt mal angucken, wie sehen denn die Person-Numerus-Affixe jetzt nochmal isoliert aus? Mehr gibt's nicht. Es gibt die, die im Präsens kommen. Ich nenne die PN1, Person-Numerus 1. Da haben sie halt ein Schwa in der ersten Person und ein T in der dritten. St in der zweiten Singular. Und Ö und T entfallen im Präteritum und im Plural haben Sie nur diese beiden Endungen. Das war's. Sie sehen schon irgendwie, das ist jetzt längst nicht so aufregend wie die Nominalflexion. Das Einzige, was wir uns jetzt noch angucken müssen, das ist das, was habe ich Ihnen eben erzählt, was versäumt wurde in meiner achten Klasse.
Denn wenn Sie sich den Konjunktiv angucken, so als Tabelle erstmal irgendwie wirkt das ein bisschen viel, ist es aber nicht. Wenn wir uns klar machen, dass unabhängig davon, wie die Funktion von diesen Konjunktiven ist, wenn wir von der Funktion absehen, können wir formal feststellen, Moment mal, wir haben einen präsentischen und einen präteritalen Konjunktiv. Der Konjunktiv 1 ist eigentlich eine Präsensform und der Konjunktiv 2 ist eigentlich eine Präteritalform. Obwohl sie mit Präsens und Präteritum funktional eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Was Sie aber sehen ist, bei den starken Verben breche, bräche, Sie verwenden den Präteritalstamm, den mit dem A. Der wird jetzt zusätzlich, wenn das möglich ist, noch umgelautet. Ah. Ja. Aber es ist bei allen starken Verben der Präteritalstamm, also die zweite Stufe. Oder die dritte, je nachdem, wie Sie zählen. Jedenfalls die fürs Präteritum. Bei den Schwachen setzen Sie im Präteritum, also im sogenannten Konjunktiv 2, das T ein, wie Sie es im Präteritum immer tun. Außerdem, und das ist das eigentliche Kennzeichen des Konjunktivs, jeder Konjunktiv hat ein Ö. Nach dem Stamm bzw. nach dem Präteritalkennzeichen hier bei den schwachen Verben. Daran erkennt man den Konjunktiv. Also auch nicht eindeutig, aber es kann auf jeden Fall, wenn Sie eine einsilbige Form vor sich haben von einem Verb, kann kein Konjunktiv sein. Weil beim Konjunktiv immer das Schwa hinten angehängt wird an den Stamm. Damit muss die Form, weil der Stamm mindestens eine Silbe haben muss. Und dann hängen Sie auf jeden Fall noch das Ö hinten dran, dann hat er auf jeden Fall zwei Silben. Und manche sagen auch, das Kennzeichen des Konjunktivs ist nicht das Ö, also das Schwa, sondern die Zweisilbigkeit. Ja, okay, das sind für mich zwei Seiten derselben Geschichte. Wenn Sie allerdings nächste Woche kommen, erzähle ich Ihnen was über Wortbildung. Dann werde ich Ihnen aber auf jeden Fall erzählen, dass Wortbildung dafür zuständig ist, einen unbegrenzten Wortschatz herzustellen. Und dass im Deutschen ein Großteil der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte darzustellen, an Komposition hängt. An einem Wortbildungsvorgang, den wir Komposition nennen. Ich rede dann konkret über die verschiedenen Wortbildungsvorgänge, Komposition, Schulheft, Linksrheinisch, Konversion, der Lauf, das Gehen, Derivationen wie Klavierchen, erkennbar, Verehrung, Wasserspringerin und so weiter. Wenn Sie das vorbereiten wollen, sind wir jetzt wieder in dem harmlosen Bereich, wo Sie nur 20 Seiten lesen sollten. Die hier stehen. Meine Güte, bis nächste Woche.